Hallo meine lieben Freunde, seid herzlich willkommen hier zu meinem allerersten Video auf YouTube. Ich bin der Reed, wir sind unterwegs mit Rainbow Six Siege. Eine Runde bereite ich an auf Konsulat und schauen wir mal, wie wir uns heute schlagen. Jetzt schauen wir mal, wo wir die Gegner sich befinden. Ich nehme an, dass sie unten sind. Weil ich... Ja, das wusste ich doch. Okay. Der Bandit war das, glaube ich. Kann ruhig seine Sachen da anbringen. Wir verstecken unsere Drohne schon in die Ecke. Da vorne ist jemand. Wer ist das? Meine Drohne dürfte man hier eigentlich echt nicht erwischen. Normalerweise müsste ich hier sehr safe sein. Okay. Ja, upstairs ist Smoke. Das wissen wir auch. Aber trotzdem, Dankeschön. Wir müssen einmal hier rein, aber hier war doch irgendwo auch ein Cam, glaube ich, oder? Ist das die? Ne, das ist hier nicht. Das ist eine ganz normale Straßenlaterne. Ne, anscheinend haben wir hier keine Cam. Super. Gut. Dann machen wir einfach einen kurzen Prozess. Ah, doch, warte. Der Smoke ist anscheinend dann immer noch da. Können wir den irgendwie hier markieren oder brauchen wir das überhaupt? Oder reicht es, wenn ich sage, okay, der ist da. Oh, der Smoke gehört mir. So einfach geht das. So einfach. Zack, wir campen wieder in unsere Ecke. Schauen wir mal, ob hier noch jemand drin ist. Na, oder? Okay, dieser Raum sieht auch sauber aus. Von den Treppen sehen wir auch keinen. Unsere Leute sind drin. Wir stellen wenigstens die Drohne mal hier hin, dass die Drohne wenigstens ein bisschen nützlich ist. Yeah, I'm coming. It's clear. Ah, okay, ich dachte, wir haben Betäubungsgranaten dabei, auch nicht schlecht. Ich habe aber das Gefühl, dass hier gleich jemand was hochschmeißt, deswegen sollten wir nicht zu nah rangehen. Wir verstecken uns erstmal schön hinter dieser Wand. Schmeißen unsere Drohne mal da rein. Zwei Leute sind über. Das heißt, wenn wir unseren Teammates... Bandit is in the room. I'm going in. Oder doch lieber warten wir erstmal. Wir haben doch sogar noch eine Drohne. Wir schicken nochmal die zweite Drohne rein, um zu gucken, ob da der andere auch da drin ist. Also Bandit ist auf jeden Fall da drin, das wissen wir ja schon. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ein verbleibender Operator. Wuh! Das war knapp. Das war knapp. Aber Sieg ist Sieg. Ich glaube sogar, dass er mich gar nicht gesehen hat. Unter diesen, zwischen den ganzen Leichen. Aber gut, super. Jetzt picken wir den Mute. Unser erster und auch einzelner Operator bei Rainbow Six Siege. Wir sind oben im Verwaltungsbüro. Und wir haben einen Rekrut dabei, der sogar tatsächlich auch momentan MVP ist. Lokalisiert. Stelle deinen Einsatz bereit. Gerät wurde platziert.
bleiben noch 10 Sekunden. Bereite die Narren vor. 5 Sekunden. Schild steht! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich laufe schnell weg. Schnell. Campen uns unsere Ecke und checken schnell die Camps ab. Aber 2 Camps sind ja schon mal down. Okay, wir sind oben. Das heißt, ich denke wirklich, dass sie stark an den Fenstern rumhängen sollten. Das ist dann... Welche Fenster sind das? Warte. Das sind dann die Fenster auf der östlichen Seite. Also sind das... Das sind genau die anderen Fenster. Okay, das sind die Fenster, die genau auf der anderen Seite liegen. Wo bin ich gerade? Okay, ich müsste schon auf die andere Seite. Die östlichen Fenster, das ist dann... Ich glaube, das ist dann vom Haupteingang aus, oder? Main Lobby. Ja, Main Lobby, wusste ich doch. Hier haben wir keinen. Ah, hier höre ich schon jemanden. Zwischen Monty. Feinde gefunden, erster Stock. Ein Marked Monty. Ach nein. Ich wollte den nicht. Er hat mir meinen Kill geklaut. Naja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, es steht 2-0 gerade, oder? Kann das sein? Oder 2-1? Ist auf jeden Fall Matchball. 2-0. Wir schnappen uns diesmal die Ash. Die R4C ist, um ehrlich zu sein, nicht so mein Favoritgewehr. Aber wir wagen uns da einfach mal hinein. Betäubungsgranate. Los geht's! Des Biogefahrgutbehälters finden. So, checken wir mal schnell die Garage ab. Und, ja, das hört sich doch stark danach an. Nein, bitte erwisch mich nicht. Ah, okay, die sind echt Garage. Schaffe ich das noch, meine Drohne hier zu verstecken? Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Nein. Ich glaube... Ah, okay, hat er mich gesehen, egal. Gut, jetzt haben wir uns, glaube ich, viel zu lange damit beschäftigt. Ich muss sagen, die Ash ist auf jeden Fall schon... schnell. Das gefällt mir. Ach, die sind von da reingegangen. Okay, gut. Wir machen es ganz klassisch. Platziere Sprengladung. Termite schießt da auf. Bleiben erstmal hier in Deckung. Checken die Lage von hier mal ab. Bevor uns irgendwo noch was zustößt. Komm, zeig deine Füße noch einmal. Feindliche Aktivitäten.
Thermite, das musst du doch wissen, dass man nicht das. Mit Sicherungsbehältnis fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Letzter verbleibender Gegner. Mit Sicherungsbehältnis fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Nein, nein, nein! Ah! Ich wusste, dass sie dahinter ist. Ich wusste es. Das Behinderte ist, dass sie genau vor meinem Teammate stand. Also mein Teammate war genau dahinter und ich dachte auf einmal, dass mein Kollege auch im Raum ist. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen irritiert. Feindliche Aktivität. She's behind the white van. Nice. Super. Makelloser Sieg, 3-0. Wir sind zweiter Platz, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, wir müssen zweiter Platz sein. Ich frage mich gerade, mit wie vielen Punkten ich den ersten Platz verpasst habe. Mit 600 Punkten, das kann sein. Wir kriegen jetzt noch ein Pack. Oder? Natürlich nicht, sonst wäre es einfach viel zu schön gewesen. Die allererste Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Reed. Ich danke euch vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, damit ihr künftig nichts mehr verpasst. Ich danke euch nochmal vielmals und macht's gut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.